Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pokémon Legenden Arceus. Und ja, wir sind im Sumpfland und sollen Banditen suchen, die die nette Tafel da hinten ein bisschen zerstört haben und ein bisschen was geklaut haben. Ja, also machen wir uns auf den Weg und schnappen uns die Banditen. Aber bevor wir loslegen, eine kleine Sache wieder. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst doch ein Abo, einen Like oder mal einen Kommentar da. Würde mich irrsinnig freuen. So, genug der Eigenwerbung und ich würde sagen, los geht's. So, wo müssen wir hin? Dahin. Alles klar. Dann gib mal Gummi. Natürlich sollten wir ein Pokémon sehen, das ich noch nicht habe. Dann hole ich es mir natürlich. Aber hier wohl eher nicht. Darunter könnte ein sein, aber nee, das machen wir jetzt nicht. Aber den hole ich mir. So. Christi. Servus. Eins, zwei. Oh, Bäume, ich sehe nichts. Eieieiei. So. An dieser Stelle wurde ein Feuer gemacht. Es muss wohl jemand hier gewesen sein. Oh wow. Sehr gut kombiniert, Sherlock. Wer bist du? Dein Gang verrät, dass du kein gewöhnlicher Dorfbewohner bist. Dass sich jemand bis hierher vorgewagt hat, kann nur eines heißen. Du willst uns die drei Banditenschwestern dingfest machen, stimmt's? Bevor wir dieser armen Gestalt den Chaos machen, sollten wir ihr vielleicht erstmal klar machen, mit wem sie sich hier anlegt. Alter, nur das weiß, ich bin ein Kerl. Hör gut zu, wenn die große Schwester spricht, Einmischung in unsere Pläne erlauben wir nicht. Gestatten ist ja der Dorn in deinem Auge. Ich bin so stachelig, dass ich es selbst kaum glaube. Oh Gott. Die mittlere Schwester, das bin ich. Du hast keine Chance, nicht gegen mich. Ich kralle mich fest, du wirst mich nicht los. Ephelia ist der Name, merk ihn dir bloß. Ich mag die jüngste Schwester sein, doch Widerstand erstick ich prompt im Keim. Mein Name ist Nissia, an Talent so reich. Wer sich in die Nessel setzt, bereut es gleich. Oh Gott. Banditenschwestern, Dreierbund, du wurdest gewarnt, wir machen dich rund. Vor dir stehen die unbeugsamen drei. Unkraut vergeht nicht, für dich ist's vorbei. Überlass das mir, mit dem da werde ich ihm Handumdrehen fertig. Los, Doxyquack, gib ihm eine Kostprobe von deinem Gift. Oh Gott. Irgendwie erinnert mich das sehr an Team Rocket und die mochte ich schon nicht. Jo, los geht's, Pampyro. Jo, Pampyro, du bist eigentlich für Gift nicht unbedingt geeignet. Aber so ist es halt. Flammenrad. Giftschock. Aua. Flammenrad. Und tschüss, Toxiquark. War das schon alles? Scheint so. Unschön, aber immer noch besser als mich für die Galaktik-Expedition auf dem Feld abzuplagen. Hallo? Ah, diese elendige Galaktik-Expedition, selbst nachdem ich euch verlassen habe. Macht ihr mir noch das Leben schwer? Dann nehmt ihr halt diese gammelige Steinplatte, wenn ihr uns dafür in Ruhe lässt. Eieieiei. Dankeschön. Plattenfragment. Ein Teil der Steinplatte aus den Ruinen des Trostes. Darauf sind buchstabenähnliche Muster eingemeißelt. Wir dachten, es sei ein Schatz, weil die Muster darauf wie Schriftzeichen aussehen. Aber dieses Stück Stein ist doch keinen Volltrefferling wert. Die ganze Arbeit umsonst. Aber jetzt erzähl mal, wieso hast du eigentlich nach uns gesucht?
Ach so, du legst dich ins Zeug, um jemand anderem zu helfen? Wie lobenswert von dir. Ich bin fast ein bisschen gerührt. Wir können es uns allerdings nicht leisten, uns um andere Leute Sorgen zu kümmern. Wir haben genug damit zu tun, unser eigenes Überleben zu sichern. Außerdem haben wir mit der Galaktik-Expedition noch eine Rechnung offen. Das heißt, auch du wirst noch für all das bezahlen. Dazu fällt mir ein alter Vers ein. Oh Gott, bitte nicht. Sei es die schönste Blume weit und breit, sei ihre Blüte aller Gärten Kostbarkeit. Der Frühling lässt sie auferstehen, doch im Herbst muss sie vergehen. Denk daran, auch deine Tage sind gezählt, nur Unkraut vergeht nicht. Gut, ich vergehe nicht, bin wie Unkraut. Eieieiei. Uiuiui. Ich dachte mir schon, dass sowas passieren wird, weil es gibt in jedem Pokémon-Spiel einen Team Rocket. Und ich habe alle gehasst. Aber so ist es nun mal. Also, ab zur alten Schroller. Hi. Haha, hab dich übersprungen, hast gesehen? Bin ein wahrer Könner. Hi, Knospi. Ein Moment. Und flick. Und weiter geht's. Grüß die Knospi. Grüß die Baum. Grüß die Fenner Fliebis. Was war denn das? Sah so aus, als wäre da irgendwas gewobbelt, aber na gut. Hi, bin erledigt, bin fertig. Wolfen, du hast das Plattenfragment wirklich zurückbekommen. Gute Arbeit. Yugao sagt man oft nach, dass sie altmodisch und stur sei. Aber du musst wissen, dass sie seit ihrer Jugend immer alles für den Pearl-Clan gegeben hat. Sie hat hier in Hisui ihr ganzes Leben verbracht. Und dabei war ihr der Glaube an das ehrwürdige Sinnoh immer eine Stütze. Es ist nicht so, dass sie den Diamant-Clan und die Galaktik-Expedition verabscheut. Man könnte wohl sagen, ihre Liebe für den Pearl-Clan dominiert einfach alles andere. Also, Wolfen, bitte beruhige Ursaluna. So ein in Rage geratenes Pokémon stellt eine große Gefahr dar, auch für mein Geschäft. Yes, Chef. Wenn's so sein muss, dann machen wir das natürlich. Grüß dich. Hey Omi, hab was besorgt. Du schon wieder. Meine Meinung hat sich nicht geändert. Und das wird sie auch nicht mehr. Ja, ja, da hast. Hast du das Plattenfragment etwa extra für mich zurückgebracht? Warum würdest du so etwas für eine Fremde tun? Wenn du schon so weit gehst, du möchtest Ursaluna also unbedingt beruhigen? Ja, ich bitte sie. Ich möchte es versuchen. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch jemand anderen gibt, der sich so um Ursaluna sorgt. Na gut, gib mir bitte das Plattenfragment. Fertig. Nun ist es wieder wie zuvor. Oh Gott, Inkognito-Schrift. Alles Leben. Kein Schimmer. Alles Leben, wie auch immer. nächster Satz kann ich besser lesen. Anderes Leben, wo eines. Anderes Leben gehört anderes Leben, wo
Hätte vor eines? Haha, egal. Uiui, geht sogar noch weiter. Neues und lebende, was auch immer. Ey, ich kann doch keine Inkognito-Schrift lesen, ist ja fürchterlich. Ich kann dir vorlesen, was dort steht. Toll. Danke, Omi. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu schaffen. Naja, war ja gar nicht so weit daneben. So ist das also. Was dort eingemeißelt steht, deutet wohl solche Begegnungen wie unsere an. Indem du mir den fehlenden Teil der Steinplatte wiedergebracht hast, sind unsere beider Leben in Berührung gekommen. Ich habe diesen Satz unzählige Male gelesen. Doch nun scheine ich ihn endlich zu verstehen. Ob auch ich dies eine Weisung der ehrwürdigen Sinne ist? Wie lautet dein Name? Wolfen heißt du also. Würdest du mir deine Stärke leihen, um Ursa Luna zu helfen? Es wütet zwar umher, aber es ist nicht völlig in Rage oder von Sinnen. Daher glaube ich, meine Medizin sollte es wieder zur Vernunft bringen. Ich kann Pokémon einfach nicht gegeneinander kämpfen lassen. Doch für dich sollte das kein Problem sein, nicht wahr? Ursa Luna hält sich gerne auf dem Schlammplateau auf. Folge mir dorthin, sobald du bereit bist. Sind wir bereit? Schon, oder? Ah ja, wir sind bereit. Ich habe noch immer keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist, aber egal. So. Wo müssen wir denn hin? 462 Meter in die Richtung. Alles klar, Abmarsch! Und was ist in 350? Naja, egal. Aha. Dich nehme ich mit. Wow! Christi! Ich bin nur auf Durchreise! Tschüss! Daniela! So. Daniela muss ich natürlich fangen. Ja, komm, komm. Yes! Daniela ist mein, mein, mein. Das Venoflieb ist... Was hat mich da gesehen? Ui! Da sind sogar Pokémon im Wasser. Ja, ich weiß, es gibt Wasser-Pokémon. Eine Verzerrung des Raum-Zeitgefüges bahnt sich an. Oh, oh. Aha. Und wo? Ja, bei mir? Brauche ich einen Regenschirm oder sowas? Geil, daneben geworfen. Blödes Phänoblibis. Dann halt so. Yep, gefangen. Perfekt. So. Und wo ist jetzt diese Raumzeitanomalie? Wird die auch hier irgendwo angezeigt? Irgendwer wie Schiss. Pokémon? Pokémon! Da ist es. Ich sehe es. Mist. Jetzt aber. Hab dich. Hoffentlich. Ja, ja. Yes. Und dich krall ich mir auch noch. Dann habe ich von dir 6. Ja. Wenn ich mir das Schmerpel hier noch organisieren könnte, wäre das perfekt. Ja, so aber nicht.
Hey, du bist ein Wasser-Pokémon, du kannst hier nicht drüber schießen. Komm, du siehst mich doch gar nicht mehr. Hör auf unnützes Zeug zu schießen. Ja, gut, dann gehe ich halt. So. Da habe ich irgendwas markiert unabsichtlich. Okay, so, wir müssen dahin. 420 Meter, alles klar. Juhu. Also wir müssen uns schon die Anomalie anschauen, oder? Also seid ihr auch dafür, oder? Selbst wenn es schlecht enden wird. Mal schauen. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Oh, hi. Ja, Christi. Wow. Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Wuhu. Alter Schwede, habt ihr das Teil gesehen? Das war ein Jäger, ey. Etwas höher? Hab dich. Komm. Yes. Alter, bist du ein fetter Oschi, ey? Ja, das war so klar erst. Grüß dich. Okay, da ist die alte. Da ist irgendeine Quest. Die machen wir auch irgendwann mal. Oh, okay. So glitzert es also. Ihr erlaubt natürlich, also da speichere ich doch lieber. So. Janma. Ich weiß nicht, ob ich dafür nicht den besseren Ball nehmen sollte. Aber egal. Janma gefangen. Sehr schön. Da ist noch ein Janma. Aha. So. Ich habe ein bisschen Schiss hier. Komm, dich fange ich auch. Eine Verzerrung in der Raumzeitgefüge ist aufgetaucht. Oh, es hat noch gar nicht angefangen, oder wie? Sternenstück. Cool. Wow. Hallo. Christi. Nein. Ah. Oh Gott. Ich bin doch nicht drauf vorbereitet. Nein, bleib hier. Das Evoli will ich mir schon schnappen irgendwie. Das Evoli kriegt sogar einen Superball. Ja, okay. Geil. Danke, Evoli. Das hat mich jetzt gesehen. Oh. Porygon, ich komme gleich zu dir. Ach, komm schon. Nein, ich tu auch noch. Was wird denn das? Ui. Ja. Ich glaube, ich brauche Rauchbomb. Oh, unser Luxtra kann sich entwickeln. Unser Luxio kann sich in Luxtra entwickeln. Wow, nein. Ui, ui. Da ist ein Luxtra. Christi. Ja, gut, meine Taschen sind voll. Das ist natürlich schlecht. Entdeckung. Weiterhin Entdeckung. Nein. Hab dich. Und abhauen. Mist. Ah.
Ich will doch nur ein Pokémon. Alter, ich bin jetzt schon so weit gehüpft und... Nein! Ui, da sind aber ganz schön viele! Okay, ich muss doch mal kurz raus hier. Oh. Au! Es ist ganz schön anstrengend da drin. Ich will doch nur... Evoli. Ja, das würde ich auch nehmen. Das nehme ich. Dich nehme ich. Danke. Danke. Ja, sorry. Ich habe keinen Platz mehr. Was haben wir denn hier? Oh, oh, oh. Framara. So weit werfe ich doch nie. Ah. Gott, das Flamara ist natürlich irgendwo durch Bagdad Süd gerannt, ey. Oh. Das Evoli kann ich mir schnappen. Yeah. Ja, ja, ich weiß. Entwicklung ready. Moment. Ich muss aber irgendwie... Ist doch schade, wenn ich den Lot nicht mitnehme. Was kann ich denn bauen? Da kann ich bauen. Passt. So. Tasche voll. Was jetzt? Oh. Okay. So. Jetzt haben wir auch so eine Zeitanomalie gesehen. Fand ich sehr interessant. Und sehr aufregend. Puh. Okay. Hab mich wieder beruhigt. Mir geht's blenden. Eieiei. Aber hey, wir haben Evoli geschnappt und ein Skaraborn. Ja, ich hätte auch gern das Flamara geschnappt, aber hey, man kann nicht alles haben. So seht ihr das ich auch und ich sehe das auch so. Aber ich habe dafür zwei Evolis geschnappt. Das ist alles recht und gut. Moment, was bist denn du? Der Ursa. Und ein fettes Ursa-Ring. Hallo, Daddy Ursa. Ich brauch dich noch. Hallo, Daddy Ursa. Daddy Ursa, dreh dich um. Umdrehen. Was hat mich jetzt gesehen? Och. Du blödes Georock, du. Boah. Also, echt. Wenn man hier im Schleichenmodus herumrennen will, du, ist es ganz schön schwer. Sowieso, wenn es kein hohes Gras gibt. Dich habe ich. Dich habe ich. Hi. Ciao. Mami. Hui. Was haben wir denn da drin? Bist du ein Welser oder was? Ja, du bist ein Welser. Aua. Nein, es greift mich auch nur das kleine Daddy Ursa an. So, dich nehme ich mit. Du kannst mich gar nicht sehen. Ich bin unsichtbar. Ich bin wie der Stein.
Ich bin ein Stein, sagte ich. Kann ich dich noch mitnehmen? Keine Ahnung. Sehr gut. Aua! Ich könnte noch ein kleines Daddy USA gebrauchen. Nope. So nicht. Oh, da ist wieder ein Kleinstein. Nein, nein, das ist Wasser. Komm, komm, nein, nicht, nein. Dass der nicht einmal 2 Meter weit schwimmen kann, ist echt nervig. Bist denn du da für eine Pflanze? Nein. Königsblatt. Hm. Irgendwann. So, Pokéball auswählen. Das Daddy Ursa schnappen wir uns jetzt auf alle Fälle noch. Hab dich. Hoffentlich. Nein. So nicht. Hab dich. Yes. Passt. So, abhau. Da kommt schon wieder das Deckeding. Ab durch die Mitte. Schalalalala. Eieieiei. So Leute, ich habe wieder mal die Zeit übersehen und darum hier so den kleinen Schnitt. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann besänftigen wir wohl ein Pokémon. Bis dahin. Ciao.